eyes. I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. There's Nick and there's a couple girls and just won't leave you be. Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Beyond. Und mit dabei ist heute der Chris und meine Freundin Marie. Hallo, heute mal in guter Qualität. Hoffentlich. So, ja, wir hoffen, dass es passt mit dem Mikrofon. Ich werde wahrscheinlich gefühlt ein bisschen lauter sein, ich weiß es nicht. Hallo Chris. Hallo. So, jetzt bist du in der Welt von City War Beyond. Also Marie spielt übrigens auch, Leute. Ich muss noch dazu sagen, ich spiele nicht. Du hast die Sprinttaste nicht geändert, oder? Doch, an der Seite. Von der Tastatur. Nope. Ah ja, okay. Warte mal, wir können eh nicht rennen gerade. Du kannst nicht rennen. Nämlich ist was Essen. Nimm mal das Schwert in die Hand. So, Chris, was machen wir heute? Das überlassen wir Marie. Ach so. Alter, was ist denn da passiert? Alter, ist da eine Million. Ach du, es kommt Küfer, renn weg. Was ist ein Creeper? Was ist denn hier passiert, Chris? Hast du was umgebaut oder waren das Creeper? Und das Dorfbewohnerhaus ist auch komplett am Arsch. Ja, da war ein Ogre. Oh, wie schön das hier. Guck mal, ob der Creeper dich noch verfolgt. Okay. Ja, ne? Sieht gut aus. Das ist ein Bogen anscheinend, ne? Ja, aber ohne Pfeile gerade. Ja, töte mal. Wow! Ja. Ja, das war nett. Kannst du bitte die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen? Die Mausempfindlichkeit, okay. Ja, Chris, wo bist du gerade? Ich bin im Twilight Forest. Kann mir jemand die Koordinaten vom Portal sagen? Jemand? Ja, okay. Einer von euch beiden. Mir ist egal, wer. Ja, warte mal, ich sprinte mal schon hin. Oh. Sprinte mal. Ich klatsche die Hydra noch auf den Weg, ne? Mach das mal nicht. Ich will hier noch klatschen. Ja, wir haben doch genug da auf Vorrat. Wirklich? Nein, eigentlich nicht. Dann lass sie mal bitte. Nur von was? Von den Hydras. Ja. Ah ja. Okay. Dankeschön, sehr nett. So, was ich jetzt lustig finden würde, Marie, wenn du dir jetzt das Weizen schnappst und mal hier nach Tieren suchst. Oh, das findest du lustig, ne? Ja, aber verlauf dich nicht. Auch am besten nur in eine Richtung oder so. Dann alles easy bleibt. Du traust dir aber viel zu. Nein, Quatsch. Ja, ne? Finde ich jetzt aber auch. Das Ding ist halt, ich bin derjenige, der das nach der Folge dann wieder ausbaden darf. Mich an Frankreich. Ja, Frankreich, also wer es nicht kennt, hier mal ein Screenshot eingeblendet, wenn ich es nicht vergesse, aus City War Nations. Ja, warum es Frankreich heißt, wissen wir nicht. Weiß Marie wahrscheinlich selber nicht. Ich hab's nicht so genannt. Nicht? Nee. Das hast du so genannt. Echt? Ja. Okay. Du hast es, ja, wir wissen das nicht. Komischer Markus. Es war sehr hiesig. Sind hier keine Tiere? Was ist denn hier los? Du musst nicht straight geradeaus laufen, ne? Kannst auch mal zwei. Doch, das ist safe, das ist cool. Aber danke für die Erlaubnis. Ja, klar, bitte. Nein! Doch. Oh ja, guck mal, da ist ein Reh, rechts. Ja, da geradeaus. Das ist ein Reh. Okay, das holen wir jetzt, okay? Das ist unsere Mission. Unsere Mission? Okay, ja, okay. Deine Mission, unsere Mission. Ich sehe schon mit einer tolle Mission werden. Ja, ganz tolle. So. So die Fakten. Ich bin gespannt, vielleicht kommen wir in 10 Minuten dann wieder am Portal an. So wie lang, ne? Ja, genau. Man darf nicht so schnell wegrennen. Ich kann auch nur so schnell machen wie das. Ja, ich meine, du darfst nicht so schnell. Also, wenn das jetzt Kritik an mich war, ne? Nö, das war's echt nicht. Ja, genau. Das ist Rudolf 2 wird auch so springen können. Guck mal, was er macht hier. Gell, Chris? Rudolf. Ja, Ja, ich habe ja meinen Bogen noch. Hast du schon jetzt gesehen in der anderen Aufnahme, was ich jetzt gemeint habe mit den Twilight-Tieren, was ich mit denen gemacht habe? Ist die Aufnahme schon draußen? Ja. Oh. Kuchigo, hallo. Hätte sein können, dass du es in deiner Aufnahme auch gesehen hast oder so. Also das baue ich jetzt noch ein bisschen schön. Ich habe die jetzt erstmal grob in das erste Gehege da reingemacht. Und dann wird das eine Schiene gemacht. Der kommt ja nicht durch. Ach so. Wegen seinem Geweih. Wir müssen da anders laufen. Ja, du musst das noch. Ich wäre jetzt einfach anders gelaufen, oder? Ja. Weil wenn du Weizen wegmachst, dann dauert es immer eine Weile, bis er dich wieder trackt. Der geht einfach wieder zurück. Komm. Hey. Alles klar, so riecht sein Eigenleben. Woher? Läufst du dir nach? Ja, okay. Sie haben es langsam. Hör mal auf zu sprinten, das bringt doch nichts mit hier. Nicht? Nicht? Nee. Echt nicht?
Gürtel kann man nicht sprinten. Okay, das gibt's ja. Was, die 1000 aus dem Spiel? Ja, die gibt's nicht mehr. Chris, du bist halt so still. Ja, ich tu mal den ganzen Fans einen Gefallen, die wollen, dass ich in meinen Let's Plays öfters mal die Klappe halte. Wirklich? Halt einfach mal die Klappe. So, ich hab gedacht, du tust jetzt meinen Fans einen Gefallen, die alle Marie hören wollen, weil das ist echt so. Die Videos, in denen Marie dabei sind, die werden immer am besten geklickt. Du bist schon wieder viel zu weit weg vom Reh. Woran das wohl liegt? Ach, ich kann jetzt in dieses schwarze Gebiet übrigens rein. Ach, echt? Ja. Was ist denn auf diesem Turm drauf? Ist da der Urgast? Kann gut sein. Okay, ich klatsch den weg. Ah, alles klar. Ich glaube, dann halte ich mal ein bisschen mehr links. Das ist riesig, was geht? Okay, also, ich kann dir doch nicht rein. Mhm. Okay, schade. Was hast du jetzt geklatscht, nachdem du den Twilight-Licht geklatscht hast? Okay, Minotaurus, okay. Ja, ich würde mal gerne in der nächsten Aufnahme dann mal gerne wieder hier in den Twilight Force gehen und dann die Bosse mal töten. War der Minotaurus in einem Labyrinth? Ja. Ah, links, du bist schon einfach vorbeigelaufen. Stimmt nicht. Doch. Was kommt denn jetzt? Sicher? Wirklich nicht, guck mal. Stimmt, okay. Hier bitte, Chris. Was kommt denn als nächstes für ein Boss? Das Ding ist, es sind halt neue dazugekommen. Ich weiß, dass es noch die Eiskönigin gibt. also es gibt die Eiskönigin noch. Den Urgast. Aber ich doch heimlich die Eiskönigin. Ja, aus Frozen. Ja. Dann gibt es halt den Urgast gibt's noch. Ja. Ich glaube, das war es dann aber auch schon gewesen. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge. Aber es gibt doch noch die Königin da, die Spinnkönigin. Echt? Ja. Okay, keine Ahnung, weil ich sie dann kenne, dann ist sie auch neu und neu. Ich kenne sie nicht. Chris, hast du Frozen geschaut? Ja, mehrmals. Mehrmals? Warum mehrmals? Sehr schön. Weil der Film richtig gut ist. Ja, der okay, ist hast du den einfach alleine mehrmals angeschaut? Ja. Okay, krass. Okay, also das Ding musst du erst rein, ne? Chris weiß, was gut ist. So, okay, jetzt hinterher. Und okay. Beten, dass es nicht gestorben ist. Bitte nicht. Und ist da? Ja. Okay, dann bringen wir es zu den anderen. Bist du jetzt zu den anderen. Vegetarier geworden, bist du auch noch gläubig geworden? Nee, gläubig bin ich nicht. Wieso? Na, weil du betest. Also, weil ich oh Gott gesagt habe? Nee, nein, weil du gesagt hast, bete. Achso, ja, das ist so umgangssprachlich. Hä, hey, warum durchsichtig? Der war gerade durchsichtig. Wir sind hier nicht in Life is Strange. Der Können wir eine Aufnahme passt. Ich hab, gucken? Ich hab gerade deine neueste Folge geguckt. Ich hab gesehen, du hast geschrieben gehabt. Aber, Chris, du sagst, ich hab das falsch gemacht. Aber gibt es da ein Rie? Oh Gott, bitte lass nicht den Creeper. Oh Gott, das sind einfach zwei Creeper. Wahrscheinlich, lass Rudolf aus. Alles gut. Okay, die Creeper kommen her. Alles gut, als ob ihr abwesen. Du hast gesagt, ein Hit. Oh Gott. Alter, dreh mal dich um. Ich kann richtig die Schweißperlen auf Mysteries Stirn fühlen. Was? Ich kann deine Schweißperlen auf deiner Stirn fühlen. Genau. Weiß was, hm? genau. Nee, aber eine gute Aussprache. Aber ich finde, kann man überhaupt sagen, dass es in Life is Strange ein richtig und ein falsch gibt, weil... Ja, du kannst die Zeit zurückdrehen, ja? Also... Ja, nee, aber... Was ist halt immer an der Sicht des Betrachters, was richtig und falsch ist, ne? Meine Ansicht ist, dass du es falsch gemacht hast. Und wieso? Habe ich das falsch gemacht, da ich nur den negativsten Weg spielen möchte, oder? Bist du heute die Philosophen, oder was? Ja, nee, du weißt doch, dass ich die negativste Version von Life is Strange gerne haben möchte. Ja. Mach das nicht, warte nicht. Aber dass du es falsch gemacht hast, bringt dich ja nicht weiter. Ja gut, okay. Mach mal zwei breit. Ganz schön schlau, das ist ganz schön schlau, muss ich sagen. Ja, ne? Tolle Idee von mir. Okay, ich hätte es jetzt mit Weizen weitergemacht, aber wenn du es vielleicht ein bisschen mehr auch alleine rein. Komm, beweg dich. Minium. Machen wir mit Weizen. Dann erstmal da hochgehen wieder. Genau. So. Dann ist er nicht oben. Oh Gott. die Tiere hier in Minecraft, die sind immer so. Fresh. Ja, Hustenanfall, cool. Mal so schwer irgendwo hinzulocken. So, perfekt. Cool, wir haben zwei Rehe. Jetzt können wir die fortpflanzen. Hol mal das andere her. Bambi. Komm, Bambi. Meine süße Bambi. Hast du Bambi geschaut, Chris? Und hast du auch ein Kindheitstrauma davon erlitten, wie ich? Ich fand Bambi schön. Ich fand König der Löwen aber viel schlimmer. Echt? Ja, König der Löwen ist auch echt viel schlimmer. Also ich hab Bambi nie gesehen, aber... Ja, dann pflanzt ihr mal alle fort. Alle so. Alle so miteinander. Ja, alle miteinander.
Rehe, Schafe, alles so. So. Alles quer durcheinander. Hier alles, was passt. Alle gemeinsam fortpflanzen. Oh geil, wir haben wieder 3 Rehe. Yeah. Okay, passt schon, passt schon, passt schon. Okay, dann müssen wir jetzt wieder die Zäune da abbauen. Sicher? Ja, bitte. Und ich sehe gerade was. Die könnten da rein theoretisch drüber hüpfen aus dem Gehege raus. Darf ich mal kurz? Wow. Ja. So. Zack. Achso, es sieht kacke aus, ne? Ja. Machen wir erstmal so. Ich werde mir dafür noch was irgendwas anderes einfallen lassen, aber da hätten die rausgehen können. Ich will dich nicht. Wie dir da alles für da dran stehen jetzt, ne? Dann ist ja hier die gleiche Geschichte, ne? Stimmt eigentlich. Obwohl, das nee, da nicht. Ja, okay. So, vielleicht schauen uns jetzt gleich noch die andere Stadt nach, weil die nehmen jetzt auch gleich auf. Okay, wir ganz lustig. Erstmal Beef, würde ich sagen. Ja. Nein, mach doch nicht die Bäume hier kaputt. Ich versuche hier einen Wald zu machen. Gut. Nein. Entschuldigung. Baut sie sich hier einfach durch, ich fasse es nicht. Mit so. Kopf durch die Wand, so wie es sein muss. Ja, Marie, gibt es irgendwas, was du machen möchtest? Magst du mal ein bisschen in der Hölle rumfliegen oder magst du, was magst du machen? Du, ich finde, Marie sollte mal mit Marimon fliegen. Ja. Kennt Marie Marimon? Aber natürlich. Oh, da ist der Hydra-Kopf in unserem Haus. Beste Chocobo, was es gibt. Ja, dann hab ich da mal kurz und so. Ne? Ja, das wollten wir dann zur Waffenkammer machen. Oh. Ja, mach's kaputt, ist okay. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass er so einfach kaputt geht. Lass ich mir mal anschauen. Sieht cool aus. Kannst du den aufsetzen? Nee, okay. Schade. Würde mich wundern, wenn. Naja, es gibt ja in der 1.9 gibt es jetzt den Ender-Dragon-Kopf. Und den kannst du aufsetzen. Okay, krass. Ja. Ganz lustig. So. Ist das ein komisches Gefühl, wenn man immer hier nur so zusieht und jetzt ist man so hier mittendrin und spielt das hier? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Okay. Ganz cool, ne? Mittendrin statt nur dabei. Marie. Hallo. Marie und Marimon stehen sich gegenüber. Unfassbar. Diese Kombi. Einfach wow. Ich hab grad ein Exit Diamond verschwendet. Wieso? Ich hab grad ein Rüstungsteil gebaut, was ich schon habe. Hallo. Wow. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Hast du denn irgendeinen Plan? Kann ich jetzt irgendwas Sinnvolles noch? Also irgendwie produktiv sein? So? Also das mit dem Rentier war auf jeden Fall produktiv. Also durchsichtig, hast du es gesehen? Es war durchsichtig. Nein, das ist jetzt nur so. Ja. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist ein Shader-Bug ein bisschen. Stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau so war das Reh vorhin durchsichtig. Okay, dann würde ich sagen, heben wir jetzt mal nicht mehr so ab und tun Marimon wieder zurück und dann. Ups. Ich weiß nicht, was können wir denn machen? Hm? Machen wir Marimon wieder zurück ins Gehege? Nein. Oh. Gerade ist so schön angefreundet mit Marimon. Hat auch so eine schöne Farbe, ne? Ja. Pink. Maries Lieblingsfarbe. Wäre nicht meine Lieblingsfarbe gewesen, aber es ist trotzdem cool. Da ist das rote Schokobo schon geiler, finde ich. Also, aber es ist Marimon, das passt ganz gut. Blau wäre cool. Achtung, aber Pipa. Aqua Affinity. Ich kann Bogen, also Pfeile haben. Ja, hol dir mal Pfeile. Geh mal in mein Lager. Also hol dir mal einen Schlüssel aus dem Inventar. Ich kann auch Pfeile liefern. Ja, ich habe ja Pfeile. Wir brauchen ja nur einen. Ich habe einen Stack Pfeile. Ja, wir brauchen ja nur einen Infinity drauf. Infinity. Okay. Geht nicht schon mega alt? Nein. Nein. Lass es zu. Da ist kein Fall drin. Ich muss einfach ein bisschen durchgucken, da ist auch keiner drin. Was hast du denn für Laseraugen? Auch nicht drin. Auch nicht. Also, ich finde, Markus, ja? Du solltest wirklich mal deine Kisten sortieren. Nee, echt? Darum solltest du dich echt mal kümmern. Nicht, dass ich es schon vor der Aufnahme gesagt habe, ne? Nein. Ebenfalls dein Inventar, was du machen musst. Ihr seid gerade in der Dimension, ne? Ja, in der Loot, nicht in Loot, in der eigenen Dimension, genau. Nee. Und? Können an die Loot-Dimension, das finde ich witzig. Das können wir momentan nicht hin. Warum? Weil wir keinen Schlüssel mehr haben. Ja. Ja. Habt ihr keinen Schlüssel mehr? Ja, Chris, erzähl mal, warum haben wir keinen Schlüssel mehr? Ja, Zinni, erzähl mal. Ach nee, der ist gar nicht da. Aber wenn du was, das, ach, ist da direkt wieder Schuld aufschieben, ne? Nein, er hat mit meiner Unterstützung die falsche Tür geöffnet. Okay. Ja, mit dem Bogen schießt man ganz anders, ne?
Ganz anders im Vergleich zu? Normalen Bögen. Ja. Ach nee. Er schießt weiter. Was denn? Der schießt wirklich weiter. Ich bin gerade wieder aus Versehen auf Mariemann aufgestiegen, das wollte ich gar nicht. Finde ich jetzt nicht so gut, dass er einfach auf Marie besteigt. Auf Mariemann. Ah, okay. Ja gut, dann. Da kann man nochmal drüber hinwechseln, wenn du halt Liebe zu Schokobos entwickelt hast im Laufe der Zucht, dann ist das okay. Ja gut. Hast du vielleicht irgendwelche Design-Tipps für mein Zimmer? Guck dir mal mein Zimmer an in Ruhe und sag mal so, ja, hey, das... Ja, genau. Ich, ja. Du bist doch der Baumeister, hm? Ja, klar. Ach, das war dein Zimmer in der Aufnahme letztens. Ich bin schon gewundert. Ja, okay, das kennen wir schon. Ach, das kennen wir schon, ja. Ey, das kennen wir schon. So, das wird irgendein Raum, denn der Raum nebenan wird das Schlafraum. Also ich finde... Ja. Das hier, ne? Mach's nicht, nein, tu's nicht. Das sollte der Raum sein. Ich will wieder in Frankreich bauen, pass auf. Indem du... das Heilige Serb erschaffst. Oh nee, ich hab's jetzt eh wieder abreißen, ich hab's... Nein, ich... Ich hätte es eh wieder abreißen, ich hab's dir gesagt. Nein, du baust es nicht ab. Also wenn du wenigstens schön bauen würdest, halt. Also okay, geh okay, versuchen, schön zu bauen, okay? Machen wir mal eine Tür. Was? Da? Was macht sie denn? Chris, ich hab Angst. Sag doch mal was, hilf mir, du bist so leise, nee, heute. Nee, weißt du, wenn Frauen arbeiten, dann lass sie arbeiten. Ja, kannst du nicht bauen. Oh Mann. Du hast fast einen ganzen Stack Spruce-Wood gerade verschwendet. So ein Apf. Jetzt geht's los. Wo hast denn du Glas? Gar nicht. Eier und Erde bräuchte ich, genau. Erde haben wir schon. Chris, sie braucht Erde. Sie braucht Erde. Oh Gott, hab ich gerade erschrocken. Genau, das war das Ziel. Ich hab dir Schuhe hingeworfen. Mach mal. Ich hab gehört, Frauen mögen das. Ach so? Ja, weil man sie einfach mit Schuhen bewirft. Das mögen sie bestimmt. Ach, von der Viehfrüstung? Ja, die habe ich mir aus Versehen gemacht, aber die hatte ich schon. Da. Ah. Oh, geil, einfach von der Tribal. Ah, cool. Ja. Gut. Ne, jetzt haben wir keinen Effekt mehr, ne? Ich weiß, aber es ist trotzdem auch von der Rüstung. Gut. Echt? Müssen wir deine deine Rüstung wieder ein bisschen reparieren, ne? Ja, müsste ich echt mal. So, brauche ich noch was? Ja, das ja, du wolltest du da nehmen. Schilder sind auch gut, das ist gut. Was gehört? Die Erde da oben. Hm? Die Erde da oben in der Kiste. Ich hab noch Erde, guck mal hier. Ah, eins. Ja, es muss ja auch ein Unikat, obwohl, warte mal, guck mal hier. Reicht doch, ein Erde. Sand ist gut, Sand ist gut, so. Dann schauen wir mal, okay? Sie wollte was Produktives machen, Leute, ja? Was Produktives, ja. Ich produziere Insider, ist doch super. Wo ist ja, das gut. Ja, das hab ich auch gerade gemerkt. So. Also ich entschuldige mich fürs dauernde Husten dieser Folge. Mal wieder. Kann ich auch nichts machen, ich bin auch nur ein Mensch. Hoffentlich sind wir oft krank, ne? Mensch? Ich bin nicht krank unbedingt, also. Bist du dir sehr sicher, dass das mit den Menschen so? Ja. Oh, Chris, ich muss dir danach, ne? Unbedingt mal was erzählen. Mir ist so eine geile Projektidee gekommen. Okay, also. Nee, die ist dann außerhalb der Aufnahme. Das ist ja richtig gemein jetzt für deine Zuschauer. Das war ja, aber die Zuschauer werden es dann irgendwann mal sehen, vielleicht. Vielleicht. Also, ich finde es echt richtig nice. Aber muss das möglich sein, was du dazu sagst, Chris. Was ist das? Das ist Kunst. Das ist nicht mal moderne, vielleicht abstrakte Kunst. Na gut, vielleicht. Vielleicht abstrakte. Irgendeine Art Kunst ist es auf jeden Fall. So. Ich brauch doch, also ich doch zwei Erde. Das. Okay. Chris, ich meine, schau einfach mal zu und dann denkst du dir so. Also du denkst ja manchmal, du kannst ja nicht schön bauen, ne? Aber man denkt, ich bin ein Konzept hinter, oder? Ich hab gedacht, du baust jetzt irgendwie so einen Thron mit so einem Tisch davor, aber das ist jetzt einfach wieder nur eine kleine Mizzet geworden, ja? Das, was du da gebaut hast. Eine kleine Mizzet. Alles klar? Jetzt baut den Thron, oder? Nee, keine Ahnung. Ich meine, wie soll man bitte sowas nennen? Also, Chris, wie würdest du sowas nennen? Ich, ja, ich weiß doch nicht, was hier gerade passiert. Sehe ich schon, diesmal wird's Belgien.
Nee, Belgien ist echt nicht. Doch, Belgien hat belgische Waffeln, ich meine, hallo. musst du was anderes machen, oder mal? Und Chris, hast du gut geraten auf jeden Fall, welche Entscheidung ich nehme bei Life is Strange. Das war so klar. Ja, aber offensichtlich, ob Fleisch, ne? Oder belgische Waffeln, das ist ja keine Frage. Ja, aber offensichtlich, ne? Ja. Captain Obvious. Es ist so wunderschön, Chris. Ich meine, sowas. Ey, wenn du sowas gesehen hast, Chris, dann denkst du so. Dann kennst du alles, oder? Da hast du einfach alles gesehen. Also, hast du einfach das Krasseste in Minecraft gesehen, was du sehen konntest. Kann man eigentlich danach schon. Ja, ich überlege mir danach einfach das Projekt zu beenden, weil. Eigentlich ja, krasser geht's jetzt nicht mehr. Finde ich halt jetzt auch keinen Sinn mehr für dich, also. Nee, echt nicht. Ich meine, ihr könnt ja gerne weitermachen, aber ich glaube, ich meine, krasser als so kann mich, das kann keiner nachmachen. Selbst wenn man es sieht und weiß, welche Blöcke verwendet wurde, man kann so etwas nicht nachbauen. Nee, das ist einfach unmöglich. Das ist Kunst, weißt du? Das ist einfach Kunst. Oh, deine Beine sind eingeschlafen, das fühlt sich gerade so scheiße an. Oh, was? Deine Beine sind eingeschlafen? Ja. Oh. Lass mal bitte, danke. Oh Gott, das ist gerade. Oh Mann. Dieses Gefühl. Marie kniet gerade auf meinem PC-Stuhl und die Beine sind dann halt so nach hinten so angewinkelt. So. Das sieht sehr komisch aus und total unbequem. Es sieht einfach unbequem aus. So würde ich niemals aufnehmen können. Es ist bequem, aber jetzt kribbeln meine Beine. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich will nicht wissen, was gerade bei euch passiert. Chris, komm mal bitte zu mir ins Zimmer und gib den ganzen Namen, dass wir das Ganze beenden können. Ich muss hier gerade mal was sortieren. Aber komm, diesmal sieht so aus, als wäre wenigstens so ansatzweise das System hinter. Ja, okay, aber du kannst mir nicht von mir erwarten, dass ich das in diesem einen von meinen drei Räumen lasse. Ich erwarte es nicht. Ich setze voraus. Ach so. Ja, also, du kennst Frauen schlecht, Mystery. Du kennst doch. Ich glaube, ich kenne Frauen besser als du, Chris. Das weiß ich nicht. Zumindest kenne ich Marie besser als du. Ja, gut, dann davon weißt du gehen auch, wir mal wenn aus. Du stehen lässt, ne? Dann. Weißt du schon, was der nächste Schritt sein wird von mir, ne? Welcher dann, das Zimmer? Naja, schon, dass ich dann so ein bisschen zurück nach Berlin fahre. Und dann? Dann komme ich nie wieder. Ah, okay, dann komme ich einfach. Nee, das geht ja dann auch nicht mehr. Oh Mann. Ist ja dann over and out. Ja, was meinst du, wenn ich zu dir komme und einfach die Folge nicht veröffentlicht habe? Oder es einfach Chris abbauen lass? Guck mal, wie schön das ist. Ja, Chris. Und Chris, dann sage ich, Chris ist ausgerastet, er hat es einfach abgebaut. Richtiges Arschloch, aber kann man jetzt nichts mehr machen. Das sieht doch wunderschön aus, ja? Ich bitte dich. Was soll das? Ich finde echt okay. Chris, komm, verteidigt, steh doch zu mir. Oh, danke schön. Ja, das ist wirklich was Cooles, ja? Naja, ich kenne die. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Mystery, wenn du das abreißt, ja, dann bin ich raus, ja? Verstehst du? Okay, kein Problem. Oh, warte mal, ist schön. Oder? Nee, echt nicht. Chris, gib dem Ganzen mal bitte einen Namen. Ich bin auch schon weg. Gib ihm trotzdem einen Namen. Du hast die Ehre. Also ich finde Belgien ist nicht schlecht, ne? Also. Ich finde Belgien schlecht. Okay, dann. Das ist was ganz Neues. Das Chris, du musst es ansehen jetzt und sagen, so zack, so heißt es. Das war schon zu lang. Jetzt denkst du schon zu viel nach, weißt du? Du musst sowas spontanes so zack, nee, aber, das so heißt es. Du kennst doch Künstler, die so. So vor so einem Bild stehen, ganz lange und intensiv nachdenken, Gedanken verdinken und sich denken. Das ist schön. Dann gehen wir. Ja. Ja, wie heißt es jetzt? Das darf Marie entscheiden. Ich übertrage ihr die Macht. Okay, Marie. Bei mir wäre in meinem Kopf zack Belgien. Weißt du? Ich nenne es. Oh Gott. Oh Gott, was? Warte. Ja. Mal gucken, ob du es wiedererkennst. So. Wow. Wir erwarten das mit Spannung, Chris. Es ist spannend. Chris, was denkst du denn, in welche Richtung es geht? Wird das wieder ein Land sein? Ich weiß nicht. Die Gedanken der Frau sind unergründlich. Ja, also ich meine, das ist jetzt ein wichtiger Moment, Leute. Das ist so diese Ansprache kurz bevor das Silvester-Countdown losgeht, wisst ihr? Ja, also. Vielleicht auch die Ansprache bevor Barack Obama gewählt wird. Ja, eben. Oder erschossen, man weiß es noch nicht. Ja. Erinnerst du dich daran, Markus? Nee, ehrlich gesagt nicht.
Nein, einen Titel. Nee, woher denn? Tatsächlich nicht. Das Ding heißt Maultaschen meiner Seele. Ah ja. Ah ja. Gut, und mit diesen wunderschönen Worten würde ich sagen, nee, beenden wir die Folge. Nein, noch nicht, noch nicht. Tut mir leid, da fehlt noch was. Okay. Ich hatte gerade einfach den... Geistesblitz, BÄM! Ja, echt, das, also... Warum machst du schon wieder eine Workbench? Entspannst du dich mal bitte, ja? Okay. Ich nehme mir so mal einen Hustenbonbon, dass ich zur nächsten Aufnahme, die ihr von mir seht, wieder ein bisschen hustfreier bin. Will doch keiner. Hustbonbon, kaufst du jetzt einen Hustbonbon, danke. Rückplatzierung. Markus? Ich bekomme einen Husten dafür. Ja. Weißt du was? Unter einem Umstand das abbauen, ja? Erzähl. Krieg 5 blaue Gutscheine. Als ob du 5 blaue Gutscheine bekommst. 5 blaue Gutscheine, doch. Und das ist voll gemein, dass du das sagst, ja? Ja. Weil die Zuschauer werden nie erfahren und kriegst auch nicht, was ein blauer Gutschein ist. Ja, Pech gehabt. Das ist voll gemein. Jeder Zuschauer denkt jetzt an was anderes, bitte. Hast du 5 blaue Gutscheine? Ich finde, jeder sollte jetzt selbst überlegen dürfen, was ein blauer Gutschein ist. Ja. Und das ist es dann für den. Keiner wird im Ansatz darauf kommen, aber... Nee, wahrscheinlich echt nicht. Füge jetzt also hier ein paar Bilder ein, was ein blauer Gutschein sein könnte. Ja, das machen wir. Nee, ich nicht. Ach doch? Macht Chris. Ja, ich mach das. Ja, siehst du? Chris, soll ich mir auch mal Mühe geben hier beim Schneiden, ja? Nee, Quatsch. Was? Sind wir im Geschäft? Alla hopp. Also, eigentlich hast du keine Wahl. Das war jetzt eigentlich eher... Okay. ...mehr so eine überflüssige Frage. Okay, aber ich würde sagen, weil wir echt schon weit fortgeschritten in der Folge sind, würde ich sagen wirklich, dass wir jetzt die Folge beenden. Aber schau mal, wie schön das ist. Wunderhübsch, Leute. Ja, mach erstmal die Ende. Okay. Das war Absicht. Chris, noch irgendwelche letzten Worte? Guck mal, richtiger Altar geworden. Ich bin richtig stolz darauf. Okay. Schau mal, also im Vergleich zum letzten Mal, warte mal, da fehlt ja, im Vergleich zum letzten Mal, also ist schöner als Frankreich. Da fehlt aber noch was. Ach Gott. Wir müssen es noch abrunden. Nee, passt schon. Nee, passt nicht, Markus, okay? Ein bisschen Mühe geben. Wenn du das nicht tust, muss ich es tun. Oh, hier müsste ich eigentlich auch arbeiten können, das ist jetzt schade. Ah doch, das kriege ich noch rein, warte mal. So. Einfach geil. Einfach geil, diesen Husten. So. Ich bin gespannt, was in Chris' Version ein blauer Gutschein denken kann, echt. Ja, ich bin gespannt. So, aber jetzt wirklich. Ne, wirklich jetzt. Warte, noch eine Sache. Kommst nie dazu, die Folge zu beenden. Ich werde sie einfach gleich beenden, ohne Abmoderation, ist mir da auch egal. Gib's auf. Ach komm, du verkünstelst dich gerade, Schatz. Meinst du, es ist zu viel gerade? Ja, es ist gerade zu viel. Gerade eben mal aber gut. Ich würde so gerne. Nee, immer noch die Gitterwerk, echt jetzt. Echt jetzt? Okay. Ja, wirklich. Boah, ist nicht dein Ernst, oder? Boah, oh Gott. Was denn? Das ist ein bisschen ein... Das dauert halt, Markus. Okay. Gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Sagt mal, was dass ihr zu diesem Maultaschen meiner Seele Gebilde sagt. Und schreibt mal, was ein blauer Gutschein sein kann. Und ja, vielleicht errate das jemand richtig. Ich bezweifle es, falls Red. Doch. Red, ja, meine ich ja. Respekt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Euer Mystery. Marie? Yay.